Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Kamezin. Die indigo-blaue Maske, Scheibe. Ihr verwechselt beide Namen zusammen, ne? Also T1 und 2 zusammen. Mann. Ja, wir sind an der Blaubeerakademie angekommen. Haben hier jede Menge neuer Pokémon. Neue alte Pokémon, sage ich es mal eher. Und ja, wir haben hier eine Schülerin, die in der Top 4 AG oder so ist. Oh, hier gibt es sogar Chanera. Und ja, wir wollen jetzt eigentlich zum Unterricht gehen, aber ich glaube, wir gucken uns natürlich noch ein bisschen um. Kämpfen gegen den, oh, sogar ein Dori. Gegen den einen oder anderen Trainer hier. Mal gucken, wie stark die so sind. Ja, und es ist sogar wirklich hier ein Doppelkampf. 75, wow. Not bad at all. Ja, anscheinend ist es wirklich so, dass hier die meisten Kämpfe Doppelkämpfe sind. Wow, das ist sogar intelligent. Ja gut, das hilft natürlich auch mir. Beim Riesenzahn. Aber Sonntag. Ich gehe davon aus, dass das Dodri, dass das Kokobai so Füll hat oder so. Von daher, ja. Da muss man also hier jetzt mit rechnen, dass die Gegner sogar Intelli-Klug spielen. Okay. Okay, okay. Lehmbrühe. Na gut, ich glaube, wir erkunden aber mal alles ein bisschen mit Koraidon. Okay, ich muss wirklich sagen, das Spiel läuft noch schlechter als das Hauptspiel. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal getoppt werden kann. Okay. Dann ist dem halt so. So, diese beiden hier sind eigentlich eine gute Kombo. Ladungsstoß trifft Riesenzahn nicht und Riesenzahns Erdbeben trifft Voltrean nicht. Und da ist das doch eigentlich eine schnieke Kombo. Naja, mein Team ist das nicht wirklich auf Doppelkämpfe ausgelegt, sag ich mal. Und daher, ja, es ist nicht wirklich mein Ding. Aber, ja. Wir haben hier keine andere Wahl. Hier gibt es wohl hauptsächlich Doppelkämpfe, also müssen wir damit leben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jeden Trainer hier mal mitnehme. Sisukis, ja gut, das passt hier wirklich hin. Ja, wer mag schon Hausaufgaben? Bin zwar schon länger kein Schüler mehr, aber war natürlich immer etwas, das niemand mochte. Mal, Vibrava hat Schwebe, ne? Jetzt wollte er jetzt natürlich nicht gerade gut aufgehoben. Gegen ein Schilterus und ein Vibrava. Gut. Hab halt keine andere Wahl. Können natürlich wechseln, aber bin ich erst zu faul für.
passt schon alles. Von daher, solange es klappt, ist ja alles gut. Adieu, Schilterus. Ja, eventuell werde ich sogar mal hier und da mal gucken, ob ich vielleicht... Also wenn ich ein cooles Pokémon finde oder so, auf das ich Bock habe oder so, dann werde ich vielleicht sogar mal fangen. Und mal ein bisschen mein Team austauschen. Aber ansonsten, ja, wird es halt mit diesem Team hier bleiben. Das nochmal Vibrava. Da ist noch ein Trainer. Ja, du bist doch. Ja, ich bin. Das weiß schon jeder über uns Bescheid. Wow. Chanera und Tauros. Okay. Ja gut, Chanera stirbt trotzdem durch jede physische Attacke. Von daher, Moment. Nee, Erdbeben. Und Ladungsstoß. Ja, speziell hält es natürlich rasender Stier. Ist das eine neue Attacke? Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Kann also sein, dass das eine neue Attacke ist. Mir gefällt es nur irgendwie nicht so sehr, dass die Kamera so nah drin ist. Man sieht halt nicht das ganze Feld. Ein Farbigel. Chanera! Dafür muss jetzt drauf gehen. Schmetterramme. Der Anwender rammt das Ziel mit dem ganzen Körper. Dadurch sinken die... Achso, nee. Und Leute, ich muss mal kurz einen Cut machen. So, wieder zurück. Musste mal kurz an die Tür, da kam gerade ein Päckchen. Oh, sogar ein wildes Libeldra. Schick, schick. Ja, hier werde ich, glaube ich, einige Zeit mit Pokémon fangen und so weiter verbringen. Wenn ich mich da mal irgendwann dran setzen werde. Wie gesagt, vielleicht machen wir das Ganze ja sogar mal... Wow. Im Stream. Was bist du denn? Ich dich schon. Karabax. Das ist eine Weiterentwicklung von dem alten Viecher. Kann sein. Mir sagt das ehrlich gesagt kann irgendwie gar nichts. Na doch. I don't know. Es bleibt nicht drinnen, nein! Nett war los! Dankeschön! Eva Psycho. Es ist wohl eine Weiterentwicklung, okay. Ja, ich habe mich hier halt nicht wirklich um den Pokédex gekümmert, ne? Deshalb kann das eine oder andere Mon halt vielleicht doch unbekannt sein für mich. Also ein Rokaimon und ein Geronimat. Und ein Waschaquil. Sehr viele Gen 5 Pokémon hier, ne?
Ja gut, das passt ja irgendwie. Wenn das hier in einer liegt, dann macht schon irgendwo Sinn, ne? Dass jetzt schon 5 Pokémon rumlaufen. Cherox und Sichlor. Na komm, komm mit die Kombo wieder. Ich weiß noch, damals ein Pummel vorher rot, ich hatte einen Sichlor im Team. Ich glaube, am Ende war es über Level 70 und ich habe immer gedacht, hat Sichlor nicht eine Weiterentwicklung? Wie entwickelt sich das denn nochmal? Wieso entwickelt sich das nicht? Als kleines Kind damals wusste ich halt nicht, dass es sowas gab. Dass man dem erstmal einen Metallmantel geben muss, damit er sich entwickelt. Das wusste ich doch nicht damals. Ah, geht's ins Wasser. Das Küstenareal. Was? Ah. Da haben wir die Vorentwicklung von dem anderen Vieh eben. Und dann sagt es mir doch wieder was, okay. Ich hab's nur nicht gesehen. Weil so klein war. Das Ding kann man ja auch einfach so fangen, okay. Das hat ja schon irgendwie von... Ja. In der Naturzone, da konntest du auch einfach Pokémon fangen, also Weiterentwicklungen oder auch teilweise Pokémon, die sich eben nur durch Tausch oder sonst was entwickeln. Konntest du da auch so einfach fangen, war irgendwie cool. Wie sich jetzt Farigiraf entwickelt, weiß ich nicht. Ob er sich ganz normal entwickelt per Level oder ob es irgendwann irgendwas Bestimmtes erfüllen muss, ich weiß es nicht mehr. Da haben sie es ja irgendwie mittlerweile. Mit irgendwelchen besonderen Entwicklungsmöglichkeiten. Aber naja. Da war schon wieder so ein kleines... Oh, ein Garnuwil. Mit Betrüger sogar. Na komm, den fange ich mal. Muss ja auch ein paar Pokémon fangen hier, ne? Damit wir am Ende eben auch das... machen können hier. So, da liegt eine TM. Feuerschlag, nice. So, muss ich jetzt hier lang? Moment, gucken wir mal auf die Karte. Da muss ich hin. Okay, da muss ich hier rüber. Ins Küstenareal. Aurasphäre, nice. Aber ich werde jetzt nicht jeden Trainer mitnehmen, der hier rumläuft. Bin ja relativ... Hier ist ja mal der Hokoraidon. Mein Gott, ey. Ich will nur dieses Item hier haben. Ein Mundtier. Oh, hier laufen Xiao rum.
Pass auf, sie gucken in eure Seele. Überall random Terra-Stücke, die herumliegen. Akkuriogel. Und da sind wir auch schon. Oh, Sky. Hast du gut hierher gefunden? Da bin ich erleichtert. Alola zusammen, beginnen wir unseren heutigen Unterricht. Da ist Alola. Wie es aussieht, haben wir auch eine neue Schülerin in unserer Mitte willkommen. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Küstenareal an einer tropischen Insel nahe empfunden. Da leben auch viele Pokémon hier, die sonst in wärmerem Klima beheimatet sind. Beispielsweise gibt es da eine Art, die größer gewachsen ist als in vielen anderen Regionen, weil sie besonders viel Licht abbekommen hat. Kokobai. Bei solchen Pokémon-Arten, die in manchen Regionen ein anderes Äußeres aufweisen, sprechen wir von Regionalformen. Das bringt mich zu euren heutigen Aufgabe. Ich möchte, dass ihr eine Regionalform fangt, genauer gesagt die Alola-Form eines Pokémon. Wenn ihr erfolgreich wart, kommt bitte wieder hierher und zeigt mir euren Fang. Dann mal auf mit euch! Wir haben viel praxisorientierten Unterricht hier an der Blaubeerakademie. Nummer 4 Erfolg, gib alles bei deiner ersten Aufgabe. Fange ein Pokémon in der Alola-Form. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal ein Alola Kokobai finden hier. Das dürfte das erste Problem sein. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass ein Pokémon jetzt einen Selfie-Stick gibt. Es ist einfach nur seltsam. Ein Slimer, Moment. Das ist auch ein Alola. Eine Alola-Form. Alola, und das übrigens sogar Kokobai. Dann spielt das Ganze ja gar keine große Rolle hier. Da haben wir gleich sogar zwei. Ist das nicht wunderbar? Das Ding mit 42 Kilo, wow. Kokobai! Kokobai hat Schnüffler? Du bist ein Drachen-Pokémon, warum hast du Schnüffler? Und weicht direkt aus, wow. Komm, Durchbruch überlebst du ja wohl. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Oder überschätzt, eher gesagt. Gibt es ja noch mehr Kokobai, bitte? Hummels. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit Slime auch einfach so durch können. Weil er hat ja was von Kokobai eigentlich sogar gesagt, ne? Ah, noch ein Seso-Kids. Ein Sengu. Ja, muss man schon sagen, hier gibt es wirklich sehr viele Pokémon. Ja. Sehe, so geht's. Na gut. In der Frühlingsform, glaube ich, ist das. Oder Sommerform? Ich hab schon eins. Dann tschüss. Keine Ahnung, wo oder wann ich dich gefangen habe, aber anscheinend habe ich das.
Anscheinend habe ich das. Komm mal, da unten ist noch ein Kokobai. Kokobai, ich komme und fange dich. Nein, Bummel, was willst du? War es nicht beabsichtigt eigentlich? Habe es aber ehrlich gesagt nicht gesehen, dass da ein Bummels lag. Aber dann fangen wir das kleine Faulpelz bei ihr halt. So, Kokobai. Ja, Kokobai, komm noch mal her. Diesmal fange ich dich auch wirklich, hoffe ich mal. In beiden Sonne und Mond war Kokobai so groß, dass man es im Spiel gar nicht gesehen hat. Also im Kampf. Ist das so schwer zu fangen, oder was? Am Flottball? Meine Güte, Entschuldigung. War ja von der Weile krank. Das ist 10 Meter groß, was? Holy shit. War ja vor kurzem krank und ja, seitdem habe ich jetzt immer noch diesen Husten als. Ich hoffe, der hält sich während der Aufnahmen Grenzen. Aber ja, ich kann für nichts garantieren. Versuche aber auf jeden Fall, den immer rauszuschneiden. Das auf jeden Fall. Hallo. Ich habe 2 Alola-Pokémon. Ja, sogar das, was du erwähnt hattest. Oh, da gibt es keinen Zweifel. Das ist ganz klar die Alola-Form von Kokobai. Der Wachstumsschub dieses Pokémon machte seine Psychokräfte überflüssig. Stattdessen wurden die in ihm schlummernden Drachenkräfte geweckt. Hast du die Aufgabe schon erledigt? Ja, war auch nicht weit weg. Dann stellst du dich also nicht nur in Kämpfen, sondern auch im Fangen geschickt an. Da zeigt sich der hohe Standard der Orangen Akademie. Also gut, kommt bitte alle mal her. Für heute ist die Zeit um und der Unterricht damit beendet. Wem es noch nicht gelungen ist, ein Pokémon zu fangen, der macht das bitte als Hausaufgabe. Bis zum nächsten Mal. Oh nö, jetzt habe ich auch noch Hausaufgaben. Hättest du dich mal angestrengt. Und wie fandest du deinen ersten Unterricht bei uns? Langweilig. Aber ich habe lieber solche Hausaufgaben als irgendwelche stumpfen Aufgaben aus dem Heft abzuschreiben oder sonst was zu machen. Oh, fast vergessen. Ich muss noch mal G-Raum vorbeischauen. Damit ist meine Führung dann wohl zu Ende. Aber eine nützliche Info habe ich noch. Hier an der Akademie kann man nach dem Unterricht Blaubeermissionen oder einfach kurz Missionen erledigen. Diese Aufgaben werden von der Akademie gestellt und finden innerhalb der Kuppel statt. Manchmal geht es um Autokämpfe, manchmal auch darum, bestimmte Pokémon zu fangen. Missionen können alles Mögliche beinhalten. Niemand weiß, welche Aufgabe als nächstes gestellt wird oder wo genau sie stattfinden. Wenn du eine Mission abschließt, erhältst du im Gegenzug Blaubeerpunkte oder kurz BP. Das ist quasi eine Art Währung hier an der Akademie. BP kann man wie Geld in der Mensa und in Geschäften verwenden und bald auch für AGs. Jedenfalls kann es nicht schaden, Missionen zu erledigen und sich damit BP zu verdienen. Missionen sollen außerschulischen Aktivitäten an der Blaubeerakademie fördern. Wenn du die Mission erledigst, die an dein Smart-Totem geschickt werden, erhältst du Blaubeerpunkte. Die zur Verfügung stehenden Missionen kannst du dir ansehen, indem du den Rechtsknopf drückst, wenn du unterwegs bist.
Es werden drei normale Missionen angezeigt. Wenn du eine erledigt hast, wird sie durch eine neue ersetzt. Nach dem Abschluss von 10 Missionen kannst du dich an einer besonderen Bonusmission versuchen. Wenn du die Freundeskreis-Funktion nutzt, kannst du Freunde bei ihren Missionen. Okay. Blaubeerpunkte werden an der Blaubeerakademie wie Geld als Zahlungsmittel eingesetzt. Du kannst sie etwa im Akademie-Kiosk und in der Mensa verwenden. Im AG-Raum kannst du zu den BP an andere Schüler übertragen, um sie zu unterstützen. So, das war's. Tut mir leid, dass ich so plötzlich davon düse, aber ich muss jetzt echt los. Viel Spaß noch an der Akademie. Hi, spreche ich mit Sky? Ich bin's, Hana. Ich habe gehört, du bist als Austauschschülerin an der Blaubeerakademie gekommen. Jo. Hey, einer der Lehrer hat es mir gesteckt. Hätte nicht gedacht, dass ihr jemals an meiner Schule begegnen zu können. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie du aussiehst, also wird's höchste Zeit für ein Treffen. Mal überlegen, oh, warst du schon in der Tierra-Kuppel? Im Zentrum der Kuppel gibt es den sogenannten Zentralplatz. Treffen uns dort. Wir werden eine alte Bekannte wiedersehen. Ich weiß auch nicht, ob ich schon geheilt bin, aber egal. Doppelt hält besser. Ich glaube, das Spiel... Die Performance haben sie nicht gerade verbessert, sag ich mal, ne? Eher im Gegenteil. Aber gut. Ich würde dann jetzt einfach mal sagen, das war's mit Pokémon Karmesin für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wir uns dann mit Hana treffen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.